auf deutsche Behinderte entdeckt. Österreichische Accessibility. Ja, das ist absolut richtig. So, wie funktioniert das? Also, ach, ich muss den so rumschieben. Ja, so. Ah, okay. So, und du? Das funktioniert doch nicht. Ach, ich muss die da festmachen. Ist das der Hammer? Zack! Das ist wie ein Handball. Es ist der Hammer. Nochmal. Den nehme ich mit. Den packe ich ins Auto. So, der kann einkaufen gehen. Geil. Willst du das reinsetzen? Nee. Das ist ja voll farblich. Ich bin kein Rollstuhlfahrer mit Überlänge. Und Breite. Ja, ja. Was schreckt denn? Bleib mir bitte. Kann ich auch diesen? Ja, kann ich nicht auch. Okay. Muss man ja mal Rollstuhl mit. So, ich folge dir unauffällig. Ich nehme alle. Genau. Und das ist geil. In Deutschland nehme ich immer so einen großen Korb auf den Schoß. Mhm. Aber da hier das Schräg nach unten geht, ein Schoß, fällt mir meistens der Korb vom Schoß. Ja. Und packen das auch. Cool. Alter, es ist zu viel Behinderer. Alter. Die Leute haben Angst. Hallo. Hallo, bitteschön. Ich bin aus Deutschland da und habe gesagt, ich will Ihnen ein gutes österreichisches Schwarzbrot präsentieren. Schwarzbrot? Mhm. Hausbrot? Gut. Tiroler Brot? Was ist das Beste? Das Beste? Was ist das Beste? Tiroler. Gekauft. Ein halbes bitte. Das Beste. Na ja. Wir werden es sehen. So ist es. So, ich darf keine Rolltreppe damit fahren und die Überlappung nicht aufstützt. Okay, ich darf nicht. Warum haben wir sowas nicht in Deutschland? Ich ärgere mich mal. Also ich glaube, du darfst es nicht aufstützen zum Aufstehen, wenn ich das Bild verstehe. Ja. Und wenn das jetzt noch ein Becherhalter ist, dann raste ich auch ab. Na, für die für Flaschen. Für Flaschen. Ja. Okay. Super. Ich hab für euch. Dankeschön. Danke. Irgendwas, danke. Gut. Du nimmst den nicht mit. Doch, ich nehm den mit. Nein. Ich mag ihn. Ey, das ist echt geil. Du glaubst gar nicht, was ich immer für Probleme habe in Deutschland mit meinem Kuchen. Ja. Gut, wir machen das jetzt. Warte mal. Der wirft die Sachen, ja, bis sie ins Wasser zurückgehen. Ah. Also auf die Waage daneben. Ah, okay. Nächstes. So, jetzt haben wir es. Ja, ich finde jetzt erst einmal meine eigenen Produkte. Na, zurück. Du siehst das Ding nicht drin. Noch fertig. Nochmal. Ich zeige dir, das ist... Du willst kein Scanfurt. Hier nicht, da nicht. Das ist nicht kein Scanfurt. Das ist halt gut. Danke. Das sag ich doch. Der ist abgerissen. Der ist abgerissen. Gut, ich mach einfach weiter. So, ja, jetzt müssen wir uns kurz gedulden, weil der Scan ist abgerissen. Verdammt. Und das bei meiner Premiere. Aber so läuft es bei mir auch mal. Das ist der sogenannte Vorführeffekt. Ja, perfekt. Dann gedulden wir uns ein bisschen.
Also mach mal Wartemusik. Ja. Ja, aber ist echt. So, perfekt. Ich bin echt gespannt, wie das schmeckt. So. Und bezahlen. Machen wir alles nochmal. Es war so schön. Dein Fazit zum Wagen? Also, der Wagen ist echt praktisch. Man muss halt gucken, weil man ein bisschen Überlänge hat. Muss man halt ein bisschen auf die anderen Menschen achten. Aber jeder, der Handwerk fährt, der kann das. Die Lenkung ist ein bisschen schwierig. Aber egal, es ist perfekt. Wirklich. Das ist eine geile Erfindung. Also den Menschen, der das erfunden hat, den will ich kennenlernen. Und das müsste es in jedem Laden geben, aber das ist ja leider noch nicht der Fall. Yep. Vielleicht nach diesem Video. Man weiß es ja nicht. Danke. Oh. Das Wagel ist weg. Ja, jetzt bin ich deprimiert. Tschüss.